Die Ute hat gefragt, was genau geschieht mit den Tieren auf der anderen Seite, wenn wir sie wiedersehen und so weiter. Eine ganz, ganz spannende Frage von der lieben Ute, was mit Tieren im Jenseits so ist und wie es auch im goldenen Zeitalter damit weitergeht, ob wir sie wiedersehen, was denn da stattfindet. Und genau darauf wollen wir heute eingehen im Tagesthema. Danach schauen wir natürlich wie immer ins Tagesorakel, beten miteinander und das alles kommt für dich. Nach dem Intro. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch, den 9.3.2022 zu deinem Engeltagesthema, Tagesorakel und Morgengebet. Schön, dass du einschaltest. Mein Name ist Udo Golfmann, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Hellseher, Engelmedium und dein Coach für eine glückliche Zukunft. Sehr gerne freue ich mich, wenn du diesem Video deinen Daumen nach oben gibst für den YouTube-Algorithmus, wenn es dir gefällt. Natürlich nur, wenn du magst. Und das Video abonnierst und die Abo-Glocke aktivierst, um zu erfahren, wann deine Themen hier dran sind. So wie die Ute es gemacht hat, solltest du es auch tun. Schreibe mir in den Kommentaren, welche Themen und was genau dich interessiert, was du schon immer wissen wolltest zu spirituellen Themen. Und ich werde in einem der kommenden Videos sehr, sehr gerne darauf eingehen. Unsere lieben Tiere, ja. Ich selber habe auch immer mein Leben lang Tiere gehabt. Seit ich ein Kind bin, habe ich immer Tiere gehabt. Und natürlich sind einige Tiere im Laufe meines Lebens auf die andere Seite gewechselt. Dadurch, dass ich aber schon immer hellsichtig war, konnte ich sie weiterhin sehen, konnte weiterhin zu ihnen Kontakt haben. Ich habe einige Katzen gehabt, meine Mutter hatte immer Kätzchen. Und ich selbst habe immer Hunde gehabt, wovon auch einer bereits auf die andere Seite gewechselt ist. Beziehungsweise von meiner Oma und sind schon zwei Hunde auf die andere Seite gewechselt. Also alles Tiere, die mich mein Leben lang begleitet haben. Und ihr werdet staunen. Die Katzen, die bei meiner Mutter waren, sind es immer noch. Sie sind immer noch da. Wenn ich dann zu meiner Mutter gehe, sehe ich sie überall herumflitzen, herumspielen und sie freuen sich des Lebens. Sie sind sehr, sehr glücklich, schmerzfrei zu sein und weiterhin bei ihr sein zu dürfen und bei ihrem Menschen zu sein. Denn unsere Tiere und wir haben eine Lebensbindung und da das Leben ewig ist, haben wir eine ewige Bindung zueinander. Ebenso sehe ich auch meine Hunde, die bereits hinübergegangen sind, beziehungsweise meinen kleinen Liebling, der vor einigen Jahren herübergegangen ist, immer und immer wieder an meiner Seite. Es ist wundervoll zu wissen, dass es den Tieren sehr gut geht. Wenn wir nun ins goldene Zeitalter gehen, in den nächsten Jahren wird dieser Schleier, der für viele Menschen hier noch da ist, ne, also für einen hellsichtigen Menschen ist der Schleier nicht da. Ich kann sehr viel sehen, ich kann eben zwischen den Welten sehen und dementsprechend stellt das Ganze nicht so eine Riesenbelastung mehr dar, glücklicherweise. Es ist wunderschön, ne, diese Ebene zu haben und mit den Tieren, die man geliebt hat, weiterhin verbunden zu sein. Dieser Schleier wird sich lichten, so dass wir auch wieder Kontakt zu den lieben Tieren auf der anderen Seite haben können. Da Tiere kein Ego haben, laufen sie auch nicht Gefahr, auf eine falsche Ebene zu kommen oder von dunklen Mächten eingefangen zu werden, wenn sie hinübergehen. Das ist auch wichtig zu wissen, sondern sie sind alle glücklich, ihnen geht es allen gut und sie sind weiterhin mit uns ganz, ganz eng verbunden. Ich hoffe sehr, ich habe deine Frage, liebe Ute, zu den Tieren beantworten können und jetzt schauen wir gemeinsam ins Tagesorakel. Und als erstes schließlich wie immer die Lenormand-Karten der goldenen Zeit und frage natürlich die urliebe Lichtquelle und die Engel, übrigens über alle Orakel natürlich, die ich heute widerlege wie jeden Tag, was sie uns für den heutigen Tag mitzuteilen hat. Ich bin sehr gespannt. Der Reiter ist da, dann haben wir die Ruten und den Hund. Also, eine sehr positive Konstellation. Heute erwarten uns positive Nachrichten. Nachrichten, die so wichtig sind, dass ein guter Freund sie uns persönlich überbringen möchte. Es kann auch auf der globalen Ebene. Ein Mensch, der auf der globalen Ebene, der weltweit wie ein guter Freund ist, macht uns heute sehr gute und schöne Nachrichten, bringt also sehr positive Dinge zu uns. Und das ist wahnsinnig wichtig, wie ich finde, dass wir endlich auch wieder etwas Positives haben. Dieses Positive, was dann heute auf uns zukommt, kann zu hitzigen Diskussionen führen. Denn die Ruten zeigen Diskussionen, vielleicht auch mal ein bisschen Streitgespräche an, aber alles auf eine sehr, mit dieser Konstellation auf eine sehr positive, respektvolle und angenehme Art und Weise. Also nichts Schlimmes, nichts Negatives, ein sehr schöner Tag auch für gute und fruchtbare Diskussionen.
schauen wir ins Kraft der Engel-Orakel und auch hier die zusätzlichen Impulse von den Engeln und von der urliebe Lichtquelle zu holen. Erzengel Asrael, Mutter Maria und Erzengel Uriel. Altes geht, Neues beginnt. Erzengel Asrael sagt, ein alter Abschnitt, das alte Leben, wie es war, wird es nicht mehr geben. Etwas Altes geht endgültig zu Ende. Wenn etwas Altes zu Ende geht, kann dies auch erstmal ein schmerzvoller Prozess sein. Dies ist aber überhaupt nicht schlimm, sondern bringt uns in Wahrheit weiter. Näher zu uns selbst, näher an unser Herz. Bringt ganz viel Mitgefühl mit sich, denn Mutter Maria ist mit ihrem Mitgefühl bei uns, begleitet uns genau in diesem Prozess, auf diesem Weg. Und Erzengel Uriel sagt, außerdem, das Wissen ist in dir, du weißt ohnehin, dass eigentlich alles, was hier beendet ist, gut ist und dass du eigentlich damit auf einem sehr schönen Weg zu einem positiven Neubeginn bist. So, dann schauen wir ins Engel-Orakel für jeden Tag. Da fällt mir schon heraus, dann nehmen wir sie und ich habe Amors Pfeil gezogen. Wir senden hohe Wellen der Liebe in dein Herz und deinen Geist und erwecken so deine Liebe für das Leben selbst. Deine klare Entscheidung, eine Liebesbeziehung willkommen zu heißen und zu genießen, hat dieses Wiedererwachen hervorgerufen. Erlaube dir selbst, Liebe spontan in all ihren herrlichen Aspekten zu zelebrieren. Das kann sowohl für die Singles eine gute Nachricht sein, also die Chancen, jemanden kennenzulernen, werden ab heute sehr groß, als auch für diejenigen, die schon in Partnerschaften sind, da keimen die Gefühle wieder auf. Wunderschöne Konstellation. Wir nehmen das Orakel für Indigos natürlich dazu. So, auch hier schauen wir rein. Was haben wir? Du wirst verstanden. Also, die Engel verstehen dich. Die verstehen dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, mit allem, was in dir vorgeht. Daran möchten sie dich heute in aller Tiefe erinnern. Habe keine Angst, dass du unverstanden bist. Der Himmel, die Urquelle und die Engel verstehen dich sehr gut und sehr genau. Also keine Sorge. Liebe Kinder, jetzt seid ihr dran. Dann schaut, liebe Kinder, gebt gut Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Und das begleitet euch durch den ganzen Tag. Das ist eure Botschaft von den Engeln. Die Schönheit. Dein Engel findet, dass du wunderschön bist. Dass du klasse aussiehst, dass du toll bist, dass du fantastisch bist. Das möchte dein Engel dich heute wissen lassen. Und du benutzt heute ganz oft die Worte, ich bin schön. Mach das einfach mal und spür die Kraft deiner Engel an deiner Seite. Für die Erwachsenen und auch für die Kinder natürlich der Edelstein des Tages. Mal schauen, was wir da heute haben. Aus dem wunderschönen Edelstein-Orakel. Wir schauen nach. Der Appetit begleitet uns heute und der Appetit sagt Fortschritt, nicht Perfektion. Es geht darum, peu à peu, Stück für Stück nach vorne zu gehen und nicht gleich alles perfekt zu machen. Und der Appetit möchte dir dabei helfen. Ich werde dir unten einen Appetit verlinken, der energetisiert wird für dich, damit du deine Fortschritte genießen und zelebrieren kannst. Und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Ich rufe die Engel. Die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome, die Wichtel und alle Wesen aus Liebe und Licht jetzt an unsere Seite und ich lade sie ein, gemeinsam mit uns zu beten. Ich verbinde nun mein Herz mit dir und lade dich ein, dein Herz mit meinem zu verbinden, denn durch die Liebe und durch den Frieden sind wir Menschen eins im Gebet. Geliebte urliebe Lichtquelle, meine Schöpferkraft, in der Kraft deines göttlichen Funken und Sohnes Jeshua, Immanuel, den viele noch als Jesus Christus kennen, bitte ich dich von ganzem Herzen an unserer Seite zu sein und ich möchte dir danken. Danke für die guten Nachrichten des Friedens. Danke, dass du die Energie der Friedensengel um die ganze Welt und insbesondere nach Russland und in die Ukraine schickst in diesem Augenblick. Danke, dass du für uns alle da bist und uns die guten Nachrichten überbringst, dass etwas Altes, Negatives heute endet, damit etwas Neues, Großartiges, Positives, Wunderschönes geschehen kann. Danke für die Kraft der Liebe, die jeden Tag an unserer Seite ist. Geliebte urliebe Lichtquelle und Immanuel Jeshua, danke, dass ihr immer an unserer Seite seid und dass ihr uns daran erinnert, wie wertvoll und wichtig wir sind.
Danke, dass du die Kinder heute an ihre Schönheit, an ihre Ausstrahlung und an ihren wundervollen Geist und ihr wundervolles Herz erinnern möchtest. Danke, dass du für alle, die den Edelstein, den Apatit bestellen, ihn mit deiner Liebe-Lichtenergie von ganzem Herzen segnest, energetisierst und erfüllst. Ich danke dir, geliebte Urliebe-Lichtquelle, meine Schöpferkraft, von ganzem Herzen. Und so ist es. Energieheilungsarbeit, sagt Erzengel Michael. Das heißt, öffne deinen Geist für die Kraft der Energie. Die wahre Heilung kommt aus der Energie, denn alles ist Energie. Lasst uns dafür beten. Danke, geliebte Urliebe Lichtquelle und Erzengel Michael, dass ihr mir und durch mich hindurch heilende Energie sendet. Zu meinem eigenen Segen und zum Segen der Menschen in meinem Umfeld und auf der ganzen Welt. Danke, dass ihr mich in Kontakt mit liebevollen Heilern und Lehrern bringt, mit hoher Integrität im Bereich der Energieheilung. Danke, und so ist es. Erzengel Raphael sagt, übergib uns deine Sorgen. Dann lass uns das einfach tun, oder? Geliebte Urliebe Lichtquelle, mein Schöpfer und Erzengel Raphael, ich bin bereit, euch jegliche Ängste zu übergeben. Bitte erlaubt mir, total loszulassen, damit ihr mich in dieser Situation bedingungslos führen und beschützen könnt. Danke, und so ist es. Und dir wünsche ich einen von Frieden erfüllten Tag. Die Urliebe Lichtquelle, sie segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie tief in deinen Körper, Geist und Seelesystem hineinfließen. Berühre dich in jeder Zelle deines wunderschönen Körpers und führe und beschütze dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Liebe und Licht, und bis morgen, Udo Golfmann. Tschüss.